Ja, das hat vor allem den Vorteil, dass man operativ entscheiden kann, ob man die Story eventuell aufgrund schöner Bilder auch noch verändert. Beziehungsweise man kann, wenn es gibt ja immer Situationen, wo sich Dinge, die man geplant hat, als nicht realisierbar erweisen, dann kann man sagen, okay, da kann ich auf einen inhaltlichen Schwerpunkt verzichten oder den verlagern. Insofern bin ich immer gerne beides, also Autor und Regisseur. Es gibt ja unterschiedliche Handschriften der Regisseure. Es gibt Leute, die treiben 50 Komparsen in einen Raum und erzielen schöne Effekte. Ich bin eher ein Freund stiller und kleiner Bilder, suche also Ausschnitte, in denen einfach über sprudelnden Sekt erzählt wird, was vielleicht sonst 10 jubelnde Russen im Hintergrund bewerkstelligen müssten. Wir hatten schon eine Idee, wir brauchen im Prinzip so ein Labor-Ambiente. Und da war natürlich die Filmfabrik Wolfen naheliegend. Einerseits ist es im Sendegebiet, andererseits ist es stillgelegt, ist ein Museum, aber hat im Hintergrund sehr viele Räume, die vollgestellt sind mit alten, teilweise in 20er Jahren, 30er Jahren Gerätschaften, sodass wir ohne großen Kostenaufwand hier wunderbar aus dem Vollen schöpfen können.